Während der asiatischen Sicherheitskonferenz in Singapur hat Bundesverteidigungsminister Pistorius Staaten im Indopazifik dazu aufgerufen, sich klar gegen Angriffe auf die internationale Sicherheitsarchitektur zu stellen. Sein Augenmerk lag dabei vor allem auf dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen habe er sich dafür ausgesprochen, dass China als der Staat auf der Welt, der den größten Einfluss auf Russland zu haben scheint, diesen Einfluss doch bitte auch ausüben möge im Interesse einer Wiederherstellung des Friedens. Ein möglicher Sieg Russlands sei gefährlich für die ganze Welt, auch den Indopazifik, sagte der SPD-Politiker. Die Konferenz mit hunderten Teilnehmern aus 40 Staaten wurde überschattet durch die verschärften Zwistigkeiten zwischen China und den USA. Einer der Streitpunkte, Taiwan. Pistorius sagte, er sehe momentan keine Anzeichen für eine Eskalation im Taiwan-Konflikt. Er rief aber dazu auf, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu schützen, wo immer sie gefährdet sei. Es hilft uns nichts, die Verbindungen zu kappen oder irgendjemanden zu isolieren. Deswegen ist unsere Linie im Indopazifik auch völlig eindeutig. Nichts, was wir hier tun, richtet sich gegen irgendjemanden, sondern richtet sich ausdrücklich aus für einen friedlichen Indopazifik, der für alle offen ist und sicher ist. Statt einer Strategie der Abschottung sei der Ausbau von Partnerschaften wichtig. Dafür wolle er nun auch seine bevorstehenden Besuche in Indien und Indonesien nutzen.